im Zeitalter der Wunder war unsere Insel Yenching ein glücklicher und friedlicher Ort. Die vier Clans lebten in Harmonie. Die fleißigen Hasen, die fröhlichen Frösche, die disziplinierten Katzen und die klugen Pandas. Alle hatten ihr eigenes Dorf. Alle genährt von den Wassern des Lebens. Aus den Brunnen ihrer Städte. Veredelt und verwandelt durch den singenden Stein in jedem Brunnen. Man sagt, dass die magischen Wasser dieser Brunnen nicht nur den Körper nährten, sondern auch den Geist, und alle glaubten an den Weg. Ein Glaube an die Essenz des Guten im Leben. Pandas und Katzen, Hasen und Frösche, alle folgten dem Weg. Doch im Laufe der Jahre verließ sie der Glaube. Sie kamen ab von ihrem Weg, wurden selbstgefällig und verloren ihre Wachsamkeit. Gleichzeitig versiegten die Quellen, die die Brunnen speisten, und wurden zu Staub. Das Böse wuchs und die Gorillas besetzten unser Land. Alchemisten stehen ihm zur Seite und überall verbreitet sich die Monotonie ihres Dins. Ihre Spur der Finsternis überzieht das Land. Nur wenn wir auf den Weg zurückfinden, besteht Hoffnung, dass wir unsere Größe wiedererlangen. Meine Eltern sagen, ein paar von den Freien folgen noch immer dem Weg. Bitte, Kay, komm mit mir. Wir müssen die Leute aufrütteln und auf den Weg zurückführen. Das ist alles Blödsinn. Die Gorillas sind an der Macht, weil sie stark sind und gute Kämpfer. Dieser ganze alte Kram. Meister sagt, der Weg ist nur ein alter Mythos. Meister sagt... Meister ist selbst ein alter Mythos und er trinkt zu viel Brennnesselwein. Von wegen. Vor 40 Jahren war er der beste Waffenmeister auf ganz Yenching. Wahr. Mir reicht's. Ich gehe nach Hause zurück in mein Dorf, wenn noch was davon übrig ist. Vielleicht finde ich dort jemanden, der mutig genug ist, um Minister Shun und seinen Vasallen die Stirn zu bieten. Hier gibt's nur Ausrangierte und Möchtegerns. Ich bin bereit für die nächste Lektion. Gut. Störe niemals jemand beim Medizieren. Oh, wer hat mir diese Krüge in den Weg gestellt? Du musst ins Bett, Meister. Morgen geht die Sonne wieder auf. Die Sonne geht auf über einem Krieger. Ja. Morgen. Warum all die Aufregung? Der Meister greift zur Flasche und kann kaum mehr stehen. Zuling schwaffelt ständig von dem Weg. Und in der Zwischenzeit haben Ratten und Gorillas praktisch unser Land besetzt. Der Weg? Das ist nur dummes Geschwätz. Wenn du mich fragst, das Problem liegt in unserer Gesellschaft selbst. Zu meinen Zeiten... Aber nein. Die besten Lektionen erteilt das Leben immer noch selbst. Ich klinge schon fast wie dein Meister. Geh nur raus und sieh dich selbst um. Aber... Was wenn... Ja, Onkel. Bis später. Kay, bevor du gehst, vergiss niemals, wenn du eine Frage hast, komm einfach vorbei. Ich helfe dir, wo immer ich kann. Also, wenn du eine Frage hast, komm zu mir. Komm sofort her! Hey, Ubai, was gibt's denn so Welterschütterndes? Ich habe eine Nachricht von äußerster Wichtigkeit. Komm schon, Ubai, was ist so wichtig? Kay, reiß dich zusammen! Du musst diese Nachricht für mich ins Rattenlager bringen. Ich habe die Stelle auf deiner Karte mit einem grünen X markiert.
Ja, ja, für den großen Bürgermeister Ubai erledige ich das. Hey du, Superman! Sieh dir mal die Plakate an, Hank. Da sind nützliche Infos für dich drauf. Hungrig! Sonst nicht prügelgrün! Essen geh holen! Halt! Hier niemand rein! Altes Faulmaul! Glaubst du wirklich, ich setze mich freiwillig eurem tödlichen Gestank aus? Hey, Mieze-Junge! Pass auf, was du sagst! Genau! Hier, ich habe eine Nachricht für dich! Gib sofort her! Euer Bürgermeister, kluge Katze. Einverstanden mit allem. Bring ihm das hier als Antwort. Sehe ich aus wie dein persönlicher Postbote, Bettchen? Vom Fell her, ja. Das glaube ich nicht. Bei diesen Trotteln ist jeder Spott verloren. Du nimmst Post mit, ja? Gib das blöde Teil schon her. Ando, wonach schaust du? Was willst du, Kay? Der Bürgermeister hat mich beauftragt, den Sicherheitsdienst der Ratten und Gorillas zu unterstützen. Mach dich vom Acker. Ich hab zu tun. Toll. Noch ein VIP. Eine Nachricht von den stinkenden Ratten. Gut gemacht, mein Sohn. Kay, aus dir wird noch mal was. Lass mal sehen. Ah, Tuck, der Anführer der Ratten, ist ziemlich klug. Er hält mich für einen sehr kompetenten Beamten. Na klasse. Gründet doch gleich eine Gesellschaft für gegenseitige Bewunderung. Ach ja, dein Meister fragt nach dir. Du sollst zum Training in die Kampfschule kommen. Toll, endlich passiert mal was.
Okay, siehst du diese Seile? Spring hinauf und fang an zu schwingen. Springe im richtigen Moment vom Seil ab. Du kannst auch von einem Seil zum nächsten springen, aber das kann etwas komplizierter werden.